Ja, Digga, wie soll ich das Video anfangen? Einfach mal so tun, als wenn gar nichts gewesen wäre und alles normal ist. Okay. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Das letzte ist ja nur 5 Monate her. Aber ich dachte mir, wir machen ganz easy peasy einfach mal ein Q&A zum Einstieg. Nee. Was geht? Ich bin noch da. Lange nicht gesehen und doch wieder erkannt. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier. Okay, Spaß beiseite. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch fresh. 5 Monate ist es schon wieder her, dass mein letztes YouTube-Video rauskam. Der YouTube-Award des Jahres geht wieder mal an. Ihr habt mir bei Instagram geschrieben, ihr vermisst meine Vlogs. Ich habe Vlogs wieder aufgenommen. Die werden noch fertig geschnitten und kommen dann auch online. Deswegen... Meine Motivation ist gerade da. Deswegen stay tuned, es kommen ein paar neue Videos. 5 Monate ist das letzte YouTube-Video her und in dieser Zeit ist wirklich einiges passiert. Long story short. Ich glaube, viele haben noch mitbekommen, wie ich aus meiner alten Wohnung ausgezogen bin und in diese Wohnung hier eingezogen bin. Es gab eine Trennung. Dann habe ich noch in diesen 5 Monaten eine GmbH gegründet und mein eigenes Modelabel rausgebracht. Check it out. Vollständig eingerichtet. Ich sitze hier gerade im noch nicht fertigen Gäste-Studiozimmer. Ich bin wieder fresh in love. Oh no, I hope I don't fall. Ja, that's it. Also für alle, die mir auch auf Instagram folgen, die haben ja alles mitbekommen. Auf Instagram war ich schon noch aktiv. Für alle, die mein Instagram noch nicht kennen, check it out. Dort poste ich eigentlich so gut wie jeden Tag irgendwas in die Story. Ich dachte mir, ich fange nach 5 Monaten einfach mal wieder mit einem Q&A-Video an und habe euch auf Instagram aufgefordert, mir Fragen zu stellen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Let's go. Boah, mir ist richtig heiß. Ich schwöre, die Fußbodenheizung ist auf 6 oder so. Fenster ist zu, die Sonne knallt. Ich bin so hart am Schwitzen. So, die erste Frage ist von Tabea-PDN. Sie fragt, willst du nochmal schauspielern? Auf jeden Fall, stay tuned. Ich habe ja 5 Jahre lang vor der Kamera gedreht für eine Serie und bin danach 3 Monate nach Amerika gegangen. War dort 1 Monat lang an der Lee Strasberg Schauspielschule. Habe dort 1 Monat einen intensiven Schauspielkurs gemacht, ein Zertifikat erhalten. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jeder weiß ja, ich bin damals nach Köln gegangen. Boah, wie alt war ich da? 19 oder so für meine erste Rolle. Schauspielen liebe ich nach wie vor sehr. Deswegen, ja, möchte ich auf jeden Fall stay tuned. Die nächste Frage ist von Jenny.boo. Kannst du eine Roomtour machen? Wirklich, ich schäme mich schon, weil ich jedes Mal sage, auf jeden Fall kommt eine Roomtour. Und dann, bevor ich diese Roomtour überhaupt drehen kann, ziehe ich schon wieder um. Aber diesmal, I swear, es wird eine Roomtour kommen. Die nächste Frage ist von Silvia-WCR. Schämst du dich in der Beziehung vor etwas, zum Beispiel groß machen? Really? Nein, also ich bin ein komplett offener Mensch. Eigentlich beim Kennenlernen bin ich schon komplett locker und offen. Also nein, ich schäme mich nicht vor meinem Partner groß zu machen. Ich gehe vor dem Kacken, ich gehe vor dem Pissen, ich pups vor dem. Ich glaube, das ist auch was ganz Natürliches. Also jeder Mensch macht das, jeder. Ob ihr es wollt oder nicht, aber auch Frauen kacken. Und ich finde es auch schön, dass man einfach so offen miteinander leben kann. Ich finde das einfach easy. Also man muss sich nicht irgendwie verstellen oder irgendwas anhalten oder keine Ahnung was. Also wirklich Respekt an Paare, die das nicht voreinander machen können. Ich finde das voll belastend. Stell dir mal vor, ich muss so pupsen. Man muss sich extra aufstehen und ins Badezimmer gehen, so auf heimlich Wasserhahn aufmachen, damit man bloß nichts hört. Viel zu anstrengend. Gar keinen Bock drauf, fühle ich nicht. Die nächste Frage ist von Leila-Mariella. Wie ist es, einen jüngeren Freund zu haben? War es für dich anfangs eine Hürde? Also, der ein oder andere, der mir auf Instagram folgt, kennt ja bereits Marvin, mein hotten Boyfriend. Mach bloß kein Auge und folgt ihm nicht auf Instagram. Die, die mich schon länger verfolgen oder die, die mich gut kennen, wissen, dass ich eigentlich schon immer, also dass schon immer mein Geschmack so ist, dass ich auf Jüngere, was heißt Jüngere, die so ungefähr in demselben Alter sind wie ich. Und bisher hatte ich auch nur einen Partner, der wirklich viel, viel älter war als ich. Aber ansonsten waren meine Ex-Freunde
in meinem Alter oder vielleicht ein, zwei, drei Jahre jünger als ich. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Also für mich ist das gar keine Hürde. Für mich spielt Alter ehrlich gesagt auch gar keine Rolle. Solange man sich liebt, solange man glücklich ist und man sich gegenseitig fühlt, ist doch alles tippitoppi. Und ich komme irgendwie, sag ich mal, mit, die meinem Alter sind, besser klar, weil die dann auch eher meinen Humor verstehen und genauso crazy drauf sind wie ich. Und also das war jetzt meine Erfahrung. Deswegen, ja, für mich war das überhaupt kein Problem. Die nächste Frage ist von Veronika-SK und diese Frage habe ich wirklich so oft bekommen. Möchtest du Kinder? Wenn ja, wie viele? Und wann könntest du dir das vorstellen? Und dazu gibt es wirklich eine kurze Geschichte, die ich auch gerne hier mal erzählen möchte. Also früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, wollte ich auf jeden Fall Kinder bekommen. Ich habe immer gesagt, ich möchte Zwillinge haben oder insgesamt gerne drei Kinder. Dann kam aber so eine Phase in meinem Leben, das ist noch nicht ganz so lange her, wo ich gar nicht mit diesem Thema irgendwie klarkam. Was heißt nicht klarkam, aber ich konnte es mir halt überhaupt nicht vorstellen. Also ich meine, ich bin jetzt auch noch jung. Aber es war wirklich an so einem Punkt, wo ich dachte, boah, ich glaube, ich möchte das nicht oder ich bin nicht dafür gemacht. Es war einfach wirklich so krass, dass alle meine Freunde um mich herum schon über Kinder geredet haben oder wann die sie bekommen möchten. Und ich konnte halt gar nicht mitreden, weil ich war so, nee, ich glaube, das ist einfach nichts für mich. Und ich fand das voll traurig, weil ich mich daran erinnern konnte, wie ich früher halt wirklich krass davon geträumt habe, eines Tages eine eigene Familie zu haben mit mehreren Kindern. Ja, aber dann war halt irgendwie die Zeit, wo ich es mir einfach gar nicht vorstellen konnte. Und ich dachte halt irgendwie, was stimmt mit mir nicht oder ich bin einfach komplett anders geworden. Ich bin auch selber voll der Familienmensch, deswegen habe ich keinen Plan, woher ich auf einmal so dachte, ich möchte keine eigene Familie gründen, weil ich ja voll der Familienmensch bin. Es war auf jeden Fall irgendeine Scheißzeit, irgendeine Phase, wo ich irgendwie nicht wirklich mit mir selber klarkam, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich euch jetzt sagen, und das macht mich so unfassbar glücklich, es ist auch wirklich so, seitdem ich mit Marvin zusammen bin, kann ich mir so krass eine Familie vorstellen. Zwar vielleicht noch nicht jetzt, weil ich jetzt mich noch irgendwie zu jung dafür fühle. Jetzt gerade habe ich noch so ein paar andere Sachen im Kopf, die ich noch umsetzen möchte. Und dann irgendwann möchte ich eine Familie gründen. Aber ich finde es so schön, dass, seitdem ich mit Marvin zusammen bin, sich mein Gedankengang wieder komplett geändert hat. Das hat mir einfach nur gezeigt, dass ich wahrscheinlich in der Vergangenheit oft den falschen Partner einfach an meiner Seite hatte. Damit kann ich das offiziell beantworten. Ich möchte auf jeden Fall eines Tages Kinder. Ich weiß noch nicht wann. Es hat auf jeden Fall noch Zeit. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich gerne drei Kinder. Allerdings würde ich auch gerne ein Kind adoptieren. Die nächste Frage ist von Theresa-CBCH. Mann, habt ihr lange Namen. Wie haben sich du und Marvin kennengelernt? Wie genau ist eure Geschichte? Eine sehr, sehr schöne Frage. Allerdings, glaube ich, viel zu lang, um das hier mit in dieses Video zu nehmen. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Geschichte hören möchtet, wie Marvin und ich uns kennengelernt haben. Vielleicht drehen wir dann separat ein Video dazu. Die nächste Frage ist von Alissa Kutz. Hast du zuerst angefangen, Russisch oder Deutsch zu sprechen? Also meine Eltern sind ja aus Russland ausgewandert. Die Seite von meiner Mama hat deutsche Wurzeln schon gehabt. Und als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, war meine Mama hochschwanger. Das heißt, als ich zur Welt gekommen bin, habe ich als allererstes Russisch gelernt, weil meine Eltern halt nur Russisch gesprochen haben. Und dann im Kindergarten habe ich angefangen, Deutsch zu sprechen und Deutsch zu lernen. Also ich kann fließend Deutsch. Wow, ich kann fließend Deutsch. Und aber auch fließend Russisch. Allerdings, wenn ich in Russland bin, sagen meine Verwandten, man hört extrem meinen deutschen Akzent, was ja auch Sinn macht, weil ich halt hauptsächlich nur Deutsch spreche und halt nur mit der Familie Russisch. Ich bin aber auch froh, dass meine Mama mir sogar noch im Nachhinein, also als ich halt schon im Kindergarten war oder in der ersten Klasse, hat sie mir noch Russisch lesen und Russisch schreiben beigebracht. Und ja, das kann ich eigentlich immer noch. Ich muss mich zwar so ein bisschen konzentrieren, aber wenn ich es will, dann funktioniert es auch. Die nächste Frage ist von Ariana Sogai. Willst du mal auswandern? Wenn ja, wohin? Also ich bin ein sehr offener Mensch und ich liebe es zu reisen. Und ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann, wenn ich älter bin, auszuwandern, irgendwo in die Sonne. Ich fühle mich aber auch in Deutschland sehr, sehr wohl. Und ich finde auch, Deutschland hat einfach das beste Gesundheitssystem. Ich könnte mir halt vorstellen, immer einen Wohnsitz in Deutschland zu haben, weil hier halt auch meine Familie, meine Freunde sind. Aber ich könnte mir auch vorstellen, einen zweiten Wohnsitz irgendwo anders zu haben. Die nächste Frage ist von Luisa. Könntest du dir vorstellen, wieder blond zu werden? Ja, kann ich mir vorstellen. Also jetzt gerade fühle ich mich mit meinen braunen Haaren sehr, sehr wohl. Jetzt gerade bin ich sogar schon wieder etwas heller geworden.
Jetzt gerade bin ich sogar wieder ein Ticken heller geworden. Ich habe hier so ein paar Highlights drin. Vor ein paar Wochen war ich ja komplett braun. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn es so richtig warm wird, vielleicht noch heller zu werden. Diese Frage ist auch von einer Luisa. Würdest du auch in deiner Kollektion eine Mom Jeans in mehreren Farben rausbringen? Also ich habe extrem viele Fragen zu meinem Modelabel bekommen, Nigma Tulin. Wie gesagt, check it out. Die erste Kollektion ist online. Wir arbeiten auch gerade an der zweiten und auch schon an der dritten Kollektion. Die Kollektion ist auch nicht so wirklich eine zweite Kollektion, das ist eher so eine Mini-Kollektion. Die, die danach kommt, ist quasi so offiziell der zweite Drop. Und da haben wir uns einiges einfallen lassen. Also ich habe da ja auch eine Umfrage gemacht, was ihr gerne im Shop sehen würdet. Auf gemütlich, viel auf lässig. Ich bin ja momentan oder seit diesem Jahr trage ich eigentlich alles so ein bisschen Oversize, alles so ein bisschen weiter. Und so eine Mom-Jeans, Boyfriend-Jeans, so eine Hose, die etwas weiter ist, finde ich mega geil. Und ja, seid gespannt. Eventuell wird es solche Hosen bei dem großen Drum geben. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne dem Nigma Tulin Shop auf Instagram folgen. Hasan schreibt, kommen irgendwann wieder so tolle YouTube-Videos wie früher. Oh, auf jeden Fall, ich gebe mir Mühe. Ich habe ja wirklich viele Nachrichten bekommen, dass ihr meine alten Vlogs vermisst. Ich gebe mir Mühe, ich werde auch öfter mal Vlogs drehen. Falls irgendwie mal irgendwas Besonderes hier zu Hause ansteht, werde ich euch da auf jeden Fall mitnehmen. Florenz fragt, kommt bald wieder neue Musik? Herzchenaugen-Emoji. Also, wenn ihr dachtet, ihr könntet mich fertig machen. I don't give up. Stay tuned. Also wie gesagt, ich mache Sachen, auf die ich Bock habe. Es ist mir auch komplett egal, ob es andere feiern oder nicht. Wenn es mir Bock macht, ich Spaß daran habe, dann mache ich das. Ich liebe Musik. Ich muss sagen, ich lerne sehr, sehr gerne dazu. Ich höre mir gerne Kritik an, lerne daraus und mache es dann gerne besser. Sandra 3014 fragt, was möchtest du in deinem Leben noch alles erreichen? Damn, viel zu viel möchte ich noch erreichen. Also ich habe wirklich eine sehr, sehr lange Wunschliste. Eins meiner Träume ist natürlich, irgendwann mal meiner Familie ein richtig nices Haus am Strand zu kaufen. I'm working on it. Kommen wir zur letzten Frage von Vanessa. Die fragt, welche Pläne hast du für das Jahr 2021? Ich glaube, das Jahr 2021 kann man absolut nicht planen, genauso wie das letzte Jahr. Es ist gerade eine sehr schwierige Phase und deswegen, glaube ich, kann man es einfach nicht planen. Natürlich habe ich so ein paar Wünsche oder ein paar Ziele, die ich dieses Jahr noch erfüllen möchte, aber es steht halt komplett in den Sternen wegen Corona. Wenn sich die ganze Situation mal ein bisschen beruhigt hat, kann man mal weitersehen, wann man den nächsten Step macht. Sachen, die ich auf jeden Fall planen kann, trotz dieser Situation gerade, ist wie zum Beispiel die Kollektion planen für den Nigma Tulin Shop. Aber so Sachen wie zum Beispiel Reisen und ich möchte unbedingt ja noch meinen Schauspielkurs in Amerika weiterhin absolvieren. Also ich habe ja damals den einmonatigen Crashkurs gemacht und wollte dann ja eigentlich um einen Monat nochmal verlängern in L.A., auch an derselben Schule. Aber dann kam halt diese Situation, in der wir uns jetzt befinden und deswegen war das so ein bisschen auf Eis gelegt. Die Schule ist bezahlt, der Kurs ist bezahlt und deswegen, sobald sich die Lage hier mal beruhigt hat, möchte ich natürlich diesen Kurs absolvieren. Aber wie gesagt, man kann halt dieses Jahr nicht wirklich planen und ich will mich da auch gar nicht unter Druck setzen. Es passiert, wie es passiert, alles hat seinen Grund und ja. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich freue mich über jeden, der hier gerade zugeschaut hat. Dankeschön. Und ich freue mich, euch die nächsten Videos hier zu zeigen, auch ein paar Vlogs. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Videos ihr sonst noch von mir sehen möchtet. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Yeah, 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 yeah. Coming in. Yeah.